Dies ist das letzte Foto, das Ding Zilins Sohn lebend zeigt. Der 17-jährige Yang Yilian war einer von Hunderten, wenn nicht Tausenden Menschen, die am 4. Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking getötet wurden. Yang Yilian und seine Schulkameraden unterstützten die Studentenproteste, die von der chinesischen Armee blutig niedergeschlagen wurden. Er wurde erschossen. Auch 20 Jahre später trauert Ding Zilin um ihr einziges Kind. Immer wenn ich Kinder sehe, dann denke ich an meinen Sohn. Wenn ich Studenten auf der Straße sehe, dann erinnert mich das an ihn, als er so alt war. Ding Zilin ist inzwischen 72. Nach dem Tod ihres Sohnes überlebte sie 6 Selbstmordversuche. Inzwischen hat die einzige Philosophieprofessorin eine neue Berufung gefunden. Sie kämpft für Menschenrechte. Ding hat Bücher über die Niederschlagung der Studentenproteste geschrieben. In der Volksrepublik sind ihre Werke verboten, doch international bekam sie Preise und wurde sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Öffentlich um ihren Sohn trauern darf Ding nicht. Das Thema bleibt tabu. Sie fordert eine Untersuchung der Ereignisse. Die Tragödie vom 4. Juni ist eine Tragödie für diese Nation. Und wir müssen in unserer Geschichte die Wahrheit wiedergeben. Hoffnung, dass dies bald geschehen könnte, hat Ding nicht. So bewahrt sie die Asche ihres Sohnes in diesem Schrein in einer Ecke ihres Wohnzimmers. Bestatten will sie ihn erst, wenn die Wahrheit zutage kommt.